Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen bei Odada. Odada. Ich kann das nicht aussprechen, es tut mir echt leid. Aber es geht hier nicht ums Sprechen, sondern es geht um Musik in Odada. Es ist ein taktiler Musikbaukasten. Wir können einfach spielen und quasi Stücke erstellen, wenn man so will. Und indem man einfach Maschinen nutzt, Apparate und melodische Spielzeuge. Und dann gibt es eben schöne Kreationen, die wir teilen können. Und je weiter wir spielen, desto neue Instrumente gibt es. Das Spiel kommt raus am 15. August. Ich habe einen Vorab-Key bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle an Sven Ahlgrim und Mathilde Hoffmann, die nämlich die Entwickler dieses Spiels sind. Der Link natürlich zur Steam-Seite ist wie immer in der Videobeschreibung. Und dort gibt es auch eine Demo, die ihr kostenlos runterladen könnt. Wenn das Spiel rauskommt am 15. August, gibt es auch 10%. Das heißt, guckt einfach mal rein, wenn das was für euch ist. Wir werden es sehen. Schön. Gleich mal ein bisschen Musik. Und das können wir hier eben machen. Ich habe wie immer gar keine Ahnung von dem, was ich hier tue. Ich gehe immer blind in Spiele rein, weil ich finde, das macht am meisten Spaß. Und dann noch ein bisschen zu failen. Da fehlen aber ein paar von den... Oh, da kommt ein Wagen. Ride Odada. Erstes Achievement bekommen. Das klingt schon mal gar nicht so schlecht. Ich muss es ein bisschen leiser machen auf mein Ohr. Weil das schon sehr laut ist. Und da fahren wir los. Man sieht hier immer wieder Teile, die aufploppen anscheinend. Wir können die hier eben dann platzieren. Und je nachdem, wo wir etwas platzieren und was wir wie platzieren, macht das andere Geräusche. Ich kann mir vorstellen, dass das halt wirklich so was Schönes für zwischendurch ist. Wir machen jetzt hier mal so eine kleine gelbe Wohngegend, hätte ich gesagt. Ich würde auch... Oh, guck mal, hier drüben können wir ein bisschen was am Wasser machen. Warum nicht? Einer kriegt so ein... Nee, wir machen ein kleines blaues Haus am Wasser. Ich finde, das passt ganz gut. Und da drüben ist jemand kreativ. Der macht nämlich ein buntes Haus. Oh. Bilde einen Tower mit drei leeren Cubes, also Würfeln, in einer Reihe. Was haben wir hier noch? Guck mal, wir haben noch ein paar blaue Häuser. Bis hier so eine kleine Strandwohnanlage. Einer ist lieber so ein bisschen alleine da oben. Jetzt haben wir hier noch so ein paar einzelne Blöcke. Und wir haben noch ein Haus. Was heißt, wir machen hier noch ein buntes Haus. Und dann gucken wir mal, was da so passiert. Ja. Machen wir mal wieder aus. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir das hier so ein bisschen verteilen. Ist so ein kleiner... So eine kleine Sequenz. Die aber gefühlt in einem Loop doch ein bisschen schwierig ist. Können wir auch ins Wasser stellen? Na komm. Fahr mal weiter. Wir haben was Neues. Was ist eigentlich hier? Das klingt gar nicht mal schlecht, oder? Ich fand, das klang nicht mal schlecht. Was ist das hier? Sowas wie ein kleiner Soundmixer, wenn man so will.
Das erinnert mich ein bisschen an Pitch Perfect 2. Ich weiß nicht, ob ihr die Filme gesehen habt mit Anna Kendrick. Im zweiten dann auch mit Snoop Dogg. Wo Snoop Dogg ein Weihnachtslied aufnehmen will. Und halt dasselbe Lied immer wieder singt, was ihn nervt. Und dann kommt eben Anna Kendrick rein und mixt das so ein bisschen ab, auch mit so einem Musikteil. Was ist A? Ah. Das ist ganz nett. Kann man die hier... Ah, wir können die rausnehmen und andere reintun. Ich bin der festen Überzeugung, hier gibt es im Prinzip kein richtiges Spiel. Also man kann... Nicht kein richtiges Spiel, das klingt falsch. Man kann hier gefühlt, glaube ich, einfach keine Fehler machen. Was natürlich auch ganz nett ist, wenn man eben nicht unbedingt rumnuben will. Jetzt nehme ich mal so einen ganzen Turm raus und packe hier mal so einen anderen Turm rein. Geht das nicht? Doch. Kann ich da noch was drauf machen? Ja, cool. Das ist den entsprechenden hier, gell? Das heißt, wenn ich jetzt hier reinmache, dürfte es ja nichts kommen, oder? Genau, da ist eine Stille. Weil da kein Haus in der... Vergleichen Dinge, mit denen draus machen und den rein müsst ihr hier doppelt kommen. Okay. Das ist irgendwie. Ich fühle mich hier gerade so ein bisschen kindisch amüsiert. Ich weiß nicht warum. Wisst ihr, was ich meine? Also jetzt nicht so als, das ist was für Kinder, sondern einfach so simples Machen und es klingt irgendwie gut. Ah, da kann ich meine vorherigen Sequenzen rausnehmen. Nee, oder sind das einfach nur zufällige Sequenzen? Den nehmen wir mit. Lade den mal rein und dann fahren wir weiter. Jetzt haben wir hier was ganz Neues. Was ist denn mit euch? Wie klingt das jetzt? Ich finde, dieser Sound hat so ein bisschen was von What's This Ticking Noise? Uraltes YouTube-Video, glaube ich, 15 Jahre alt inzwischen. Mit Harry Potter-Puppen. So, was kann man bei euch machen? Was ich da drauf mache. Aha, okay. Nehmen wir hier die Glocke mit rein. Das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt so am wenigsten von den bisherigen Spielen. Den kann man doch daran bewegen, okay. Kein so großer Freund von. Nehmen wir das mal mit.
Guck mal, wie das da so ins Gesamtkonzept passt, wenn wir dann alles mal laufen lassen. So, wir haben wieder mehrere Teile. Hören uns mal den gesamten... Ich finde, es geht immer noch. So, jetzt tun wir hier mal einfach irgendwo ein paar Häuser drauf. Oder müssen die hier hinten drauf? Da drauf. Das ist eine kleine Art von Komponist hier. Ist natürlich schon sehr laut, das Ganze. Aber ich finde, das kann man so mal mitnehmen. Was haben wir jetzt? Der dreht sich hier immer im Kreis rum. Okay, wir kriegen Häuser und Türme. Okay. Gibst du den Endton irgendwie an? Also je nachdem, wie der halt kommt, geht das dann dementsprechend hoch. Sieht aus wie lächelnde Typen hier. Mit so einem ganz breiten Mund, den Augen. Tu mir da mal oben die Ente drauf. Ne, finde ich den grünen Part besser. Ich finde hier diese kleine Pause gar nicht mal so schlecht. Gibt es so die Möglichkeit, dass das so ein bisschen ausklingt? Pass mal auf, was ich meine. Ab jetzt. Und dann kommt er wieder hoch. Finde ich ganz nett. Nehmen wir mit. Ich weiß nicht, wie viele es von diesem... Oh, das ist unser gesamtes Stück. Dann würde ich sagen, hören wir zum Abschluss dieser ersten Episode mal unser gesamtes Stück an. Und gucken mal, was wir so kreiert haben. Und ich bin gespannt, was ihr von meinen musikalischen Fähigkeiten haltet. Bitte starten Sie, wenn Ruhe ist. Maestro? Muss ich was machen? Ich finde, dass diese Schläge es kaputt machen. Ja, ich finde meine Schläge auf die Sonne haben es eigentlich kaputt gemacht. Das passte nicht rein.
aus diesem relativ gemütlichen Flow über so ein Bang, Bang. Aber wir speichern es trotzdem mal. Haben damit unseren ersten Song gemacht und wir haben 100 Häuser genutzt. Das ist unser allererster gespeicherter Song. Ihr könnt gerne mal sagen, was ihr von meinem Song haltet. Und ob ihr davon mehr sehen wollt. Mehr von meinen musikalischen, eigentlich eher sehr limitierten Fähigkeiten hier in einem Spiel dann doch irgendwie gepackt. Weil ich kann mir das so zwischendurch schon vorstellen. Wir haben unser erstes Unlockable geunlockt. Mit anscheinend sowas wie Wetter oder so. Wir haben hier so Tag, Nacht und Schnee. Gucken wir mal, was das denn so bringen kann. Hier sieht man, es gibt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Einen davon haben wir schon, immerhin. Ich finde, ist spaßig. Schön, mir gefällt der Artstil sowieso. Und ich bin gespannt, was ihr denn davon haltet. Wir hören noch mal an, wie unser Ding hier aussieht. Untitled. Den werden wir jetzt hier mal unseren Namen geben. Das Ding heißt jetzt ab sofort... Nein. Lass ihn mal weg. Das heißt jetzt Number One. Ich weiß, ich bin sehr kreativ. Es gibt gar keine Eins. Dann machen wir es halt so. Number One. Und zwar ist es in Rot. Ah, da können wir die Schriftfarbe verändern. Okay. So finde ich gut. Ich speichere das Ganze ab. Unsere Number One. Können wir sogar noch hier so ein bisschen unser... unsere Ding ein bisschen ver... Ist auch nett. Ja, eine Kleinigkeit, klar. Wir haben da eigentlich nur Züge und ein paar Häuser. Das ist natürlich die A-Seite, ganz klar. Aber das sieht doch ganz gut aus. Unser allererster Song kreiert. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei. Wir fahren jetzt mit unserem Zug hier rüber und sehen hier, es gibt sogar schon welche. Sieh mal einer an. Die speichern wir. Das ist unser allererstes Ding. Die hier können wir uns ja vielleicht auch mal angucken. Wir haben hier Skalala 2, haben Lotus Pond Stereo und wir haben Driola. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.